Hallo und herzlich willkommen zum One Piece Review Folge 951. Wie immer gibt es eine kurze Zusammenfassung von mir und am Schluss ein Review dazu. Viel Spaß dabei. Am Anfang der Folge sehen wir, wie sie und Zoro von mehreren Ninjas verfolgt werden und er sie vorschickt, da er die Ninjas abwehren muss. Das heißt, sie rennt vor, er bleibt stehen und kümmert sich um die Ninjas. Er hat mit denen absolut kein Problem und nimmt sie komplett auseinander. Das Problem, was er eigentlich nur hat, ist, dass es relativ viele sind und sie auch unter anderem an ihm vorbeilaufen, um an die Frau ranzukommen. Er springt hinter ihnen her und macht sie alle gleichzeitig fertig. Dann taucht aber einer sozusagen der Ninja-Chefs auf und möchte sich um ihn kümmern. Das hält ihn ein paar Sekunden länger auf, da der Ninja auch Haki benutzen kann. Aber nach kurzer Zeit ist das gar kein Problem und er macht ihn mit nur einem Schlag fertig. Er kommt bei ihr an, setzt sich neben sie und man merkt wirklich, wie seine Wunde immer noch wehtut und er erschöpft ist. Einfach nur, weil er so ein paar Ninjas kaputt gemacht hat. Und dass es jetzt nur noch 8 Tage sind, macht mir persönlich relativ zu schaffen. Dabei unterhalten sie sich jetzt noch über Orochi und dass Zoro sich immer noch an ihm rächen möchte. Aber da hat sie natürlich noch ein Wörtchen mitzureden, weil sie meint, sie möchte ihn am liebsten, wenn sie könnte, mit ihren eigenen Händen töten. Jetzt sind wir auch schon wieder bei Orochi und er bekommt raus, dass Zoro gerade alle seine Ninjas fertig gemacht hat und rastet natürlich komplett aus. Dabei unterhalten sie sich darüber, dass sie Law gefangen genommen haben. Wir haben vor ein paar Folgen gesehen, dass Law gegen den Strohtypen gekämpft hat oder kämpfen wollte. Und da sah es noch nicht so nach einer Gefangennahme aus, aber er hatte natürlich das Problem, dass seine Freunde verbunden waren mit dem Gegner. Und jetzt sehen wir kurz Sanji, wie er oben auf einem Dach sitzt und sieht, wie die ganzen Ninjas die ganze Stadt durchsuchen nach ihm und allen anderen. Das heißt, es wird gar nicht mal so einfach sein und außerdem sind alle Samurai, die eigentlich ihre Unterstützung haben durch dieses Flugblatt, sind halt alle eingesperrt noch. Über 1000 Samurai einfach im Gefängnis eingesperrt, die eigentlich bei dem Kampf gegen Kaido helfen wollen. Wir bekommen einen weiteren Szenenwechsel und sehen plötzlich, dass Ruffy gerade im Udon-Gefängnis zusammengeklappt ist. Diese Seuche macht ihn immer noch sehr zu schaffen und das jetzt so sehr, dass er sogar zusammengeklappt ist. Chopper kümmert sich dann aber um ihn, gibt ihm die Medizin und Ruffy steht nach kurzer Zeit wieder auf. Und sieht ungefähr so aus. Das Einzige, was er jetzt noch haben möchte, ist Essen. Das erschreckt natürlich die anderen, weil er aussieht wie ein Zombie und Hunger hat. Kann man natürlich falsch verstehen, aber er bekommt dann sein Essen und Ruffy sieht wieder 1A aus und hat wohl anscheinend alle seine Kräfte wieder. Jetzt sehen wir, wie Law seine Crew bei Nami ankommt mit dem neuen Flugblatt und es Nami überreicht. Nami fragt sich natürlich, die waren noch gefangen, wie kommen die jetzt hierher? Und die meinten, die konnten sich halt einfach befreien. Das, was wir aber gleich dann noch rausfinden, zeigt etwas anderes. Jetzt werden auch noch die beiden neuen Striche gezeigt auf dem Flugblatt und Nami soll es natürlich sofort zu Kinemon bringen, weil das was Neues zu bedeuten hat. Und da kommen wir auch schon zu der Geschichte, was passiert ist. Law steht im Gefängnis und lässt im Gegenzug zu seiner Crew komplett austauschen. Das heißt, er wird gefangen genommen und seine Crew kommt frei. Natürlich möchte das niemand von seiner Crew und schreit ihn an, aber er äußert sich nicht viel dazu. Ich weiß noch nicht warum, aber er äußert sich auf jeden Fall nicht viel dazu. Das Einzige, was er sagt, ist, dass Ruffy und die anderen nicht rauskriegen sollen, dass er gefangen genommen wurde. Und dann sehen wir auch schon die Szene, wie X-Drake ihn foltert. Und Law sieht gar nicht mehr so gut aus wie am Anfang. Die beiden wollen natürlich rausfinden, warum Ruffy und die anderen überhaupt da sind. Weil noch niemand weiß, dass die Kaido stürzen wollen. Die sind einfach nur in Wano gelandet und hauen da ein paar Leute zusammen. Keiner weiß genau warum. Und dann stehen die beiden vor Law. Law sieht schon sehr, sehr fertig aus. Und jetzt wollen sie ihn wirklich fast zu Tode quälen. Und das Einzige, was sie rausfinden wollen, ist natürlich, warum sind sie da? Und Law, seine einzige Antwort, ist keine Antwort. Und zwar fängt er einfach nur an zu lächeln, blutüberströmt und die Folge endet damit. Gut, das wär's mit der Zusammenfassung gewesen. Noch eine kurze Meinung oder ein Review von mir dazu. Es ist mal wieder eine Folge, wo wir viele verschiedene Sichten anbekommen. Wir sehen am Anfang Zorro, hier bei den Bildern, wie er ein paar Leute fertig macht und immer noch davon erschöpft ist. Das ist eine sehr, sehr wichtige Information, sage ich mal, weil es müsste jetzt schon 1-2 Tage her sein, wo er die Wunde abbekommen hat. Natürlich heilt er nicht nach 2 Tagen, aber es macht ihn immer noch sehr zu schaffen. Und sein drittes Schwert fehlt ihm auch noch. Dann, dass Orochi ganz viele Ninjas in der Stadt verteilt, um die Strohhutbande zu finden, ist auch eine relativ wichtige Information. Das bringt uns Sanji dann auch nochmal näher. Dazu dann noch, dass deren ganzen schwächeren Verbündeten, einfach, dass sie eine größere Armee haben, die ganzen Samurai, sind immer noch im Gefängnis. Das macht den Leuten immer noch zu schaffen. Dann sehen wir, wie gesagt, Ruffy, wie er im Udon-Gefängnis zusammenbricht, aber Chopper kann ihn retten. Er möchte was zu essen, kriegt was zu essen und wir sehen, dass Ruffy einfach wieder bei Kräften ist. Auch eine wichtige Information, weil letzte Folge haben wir noch gesehen, er war wirklich erschöpft. Oder, was heißt letzte Folge, eben gerade noch. Dann, dass Law seine Crew sich bis jetzt dran gehalten hat und Nami und den anderen nichts davon gesagt hat, dass Law gefangen worden ist, sondern einfach nur, dass sie wieder frei sind und dass es eine neue Information gibt mit dem Flugblatt. Und zu guter Letzt Law, wie er sich austauschen lässt gegen seine Crew, sie ihm nichts sagen sollen und er gequält wird. Die große Frage ist jetzt noch, sie wollen wissen, warum Ruffy und die anderen da sind. Und bis jetzt hat er nichts geantwortet, außer ein Lachen.
Also entweder verrät er sie jetzt und lacht, weil er sagt, hey, ich sag's euch jetzt warum, oder er sagt einfach, ich scheiß drauf und gehe jetzt hops. Das steht alles noch in den Sternen. Aber gut, das wäre es erstmal gewesen mit dem Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann und ciao.